Ich heiße euch herzlich willkommen zum großen Finale von Pokémon X. Heute steht die letzte Herausforderung an mit der Pokémon Liga. Dort drin warten die Top 4 auf uns plus der Champ. Und wie immer wichtig anzumerken, wir müssen gegen die ohne Pause kämpfen. Wir können also nicht wie bei einem Arenaleiter zwischendurch einfach mal kurz wieder rausgehen, zum Pokémon Center uns heilen oder Pokémon nochmal anpassen. Wenn wir durch oder in die Pokémon Liga gehen, dann schließen sich die Türen. Wir müssen so lange kämpfen, bis wir entweder gewinnen oder verlieren. Und dafür habe ich mich wie angekündigt natürlich so ein bisschen vorbereitet. Wir beginnen einfach mal ganz kurz hier mit einer Übersicht unseres Teams. Da hat sich in der Hinsicht vom letzten Mal nicht viel geändert, außer dass ich alle nochmal so ein bisschen trainiert habe, mit Ausnahme von Cutter, die eh schon viel zu stark waren. Ich hatte ursprünglich überlegt, das Ganze auf 65 zu machen, habe mich dann für 64 entschieden, was bedeutet, wenn man zum Beispiel die Top 4 sich anguckt, die sind damit ein Level höher als die meisten Pokémon, aber weiterhin ein Level niedriger als das jeweilige stärkste Pokémon der Top 4. Das heißt also, da ist noch ein bisschen Herausforderung und der Champ selber ist ebenfalls nochmal richtig gut ausgestattet. Also da müssen wir uns richtig gut anstellen, aber hier wirklich wichtig anzumerken, anders als in der Vergangenheit, wo ich in jeden Kampf, gerade diese Arenaleiterkämpfe, doch mit wenig bis keinem Wissen reingegangen bin. Hier ist wirklich alles durchgeplant. Die Idee ist, dass jeder, der sich hier für dieses Let's Play gemeldet hat, eine Chance bekommt, sich in diesen Top 4 plus Champ-Kämpfen zu beweisen. Es wird logischerweise nie 100% alles fair sein, von dem, wie ich mir das aktuell so ein bisschen durchgeplant habe. Es gibt definitiv ein paar Leute, die ein bisschen mehr zu kämpfen haben und andere etwas weniger. Und das liegt einfach an den Pokémon, die man entweder selber hat oder logischerweise der Gegner. Und damit ist es soweit. Das große, vermutlich viel zu große, sehr übertriebene Gebäude. Ich wollte jetzt eigentlich keine nassen Socken bekommen, aber Dankeschön. Und auch hier wieder mal so ein Gebäude, wo man auf den ersten Blick nicht klar ist, dass das ein Eingang sein soll. Und hey, was ist denn hier noch los? Die Top 4, die in der Pokémon-Liga auf dich warten, sind jeweils spezialisiert auf die Typen Feuer, Wasser, Stahl und Drache. Welche Reihenfolge du sie herausforderst, bleibt dir überlassen. Du musst sie nur besiegen. Also vielleicht hätte ich mir das mal aufschreiben sollen. Weil man könnte natürlich trotzdem überlegen, die in dieser Reihenfolge anzugehen. Gerade sowas wie Drache fühlt sich immer so ein bisschen wie der finale Gegner an. Also lass mich mal ganz kurz einmal rausspringen und das so niederschreiben. Ich muss echt zugeben, das fühlt sich sogar halbwegs ordentlich an. In welcher Reihenfolge diese Herausforderung ist, genau, das hatten wir. Bist du bereit? Wenn du hier weitergehst, kommst du nicht mehr raus, bis du jeden der Top 4 und den Champ besiegt hast oder von einem von ihnen besiegt wurdest. Genau, wir haben hier, mal kurz gucken, ist das irgendwas? No. Zwei Wege, die denke ich mal... Hier ist nichts, okay. War interessant natürlich zu beobachten. Damit... Tür geschlossen. Du bist doch Robert, der berühmte Trainer, über den hier jeder spricht, nicht wahr? Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin ein Mitglied der Top 4, man nennt mich Pashira, die Meisterin der Feuer-Pokémon. In der Pokémon-Liga musst du dich erst uns als den Top 4 und dann dem Champ stellen. Bevor dir die Ehre zuteil wird, den Champ herauszufordern, musst du uns 4 besiegen. Für jeden, der praktisch im Alleingang den Ganoven von Team Flair das Handwerk gelegt hat, dürfte dies zwar kein Ding der Unmöglichkeit sein, doch hüte dich davor, diese Herausforderung auf die leichte Schulter zu nehmen. Also ich wollte jetzt schon fragen, Moment, ist die linke oder die rechte Auswahl dann doch dazu führend gewesen, dass man eine Richtung schon auswählt? Okay, ich meine, wir sind darüber reingekommen. Okay, also die Pokebälle sollen darauf hinweisen. Ja, also die beiden Türen oben sind logischerweise der linke und der rechte Gang. Meine Frage ist, es könnte Wasser sein? Es könnte alles sein? Okay, wir wissen also im Endeffekt, Feuer ist hier. Dann, wenn der Kollege das schon so aufgelistet hat, dann gehen wir doch den Weg auch so. Der Flammensaal.
Ricky. Es ist bestimmt sehr unangenehm, da in der Mitte zu stehen. Interessanterweise, hier muss man nicht mal sie ansprechen, sondern das alleinige zu nahe hingehen ist genug. Was bedeutet, wollte man sowas wie O-Kräfte einsetzen, hätte man das früher machen müssen. Willkommen im Flammenseil der Pokémon-Liga. Ich, Pashira, werde der nächste Gegnerin sein. Eigentlich in unserem Fall eher die erste, aber passt schon. So, sie startet mit Pyroleo. Was ich einfach mal doch als sehr angenehmen Start bezeichne. So, wie angemerkt, die ersten Pokémon sind Level 63, das finale Pokémon 65. Hier wird nicht allzu viel Überraschung mit dabei sein. Feuer-Pokémon sind anfällig gegen Wasser. Theoretisch auch sowas wie Gestein, aber wie schon mal so ein bisschen angemerkt, hier ist wirklich Vortritt für diejenigen, die sich gemeldet haben. Das heißt also, unser Monagoras und auch das Raichu sind, nehmen wir es mal, in den meisten Fällen Backups. Oh Moment, sie hat gleich ihr stärkstes Pokémon reingeworfen. Mal zugeben, die werden hier in den meisten Fällen nichts zu lachen haben. Das Pyroleo, das Fiaro, jetzt kommt ein Quirtle. Das Ding müsste eigentlich super langsam sein. Ja. Und dann, ja natürlich, noch mehr XP. Enskelabra. Hier weiß Geist Feuer. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, Schattenmensch hätte ja theoretisch ja auch nochmal die Möglichkeit. Aber Geist gegen Geist, so ulkig das ist. Schattenmensch muss jetzt hier nicht unnötig Schaden nehmen, weil dafür ist er nämlich wirklich sehr langsam. Ja. Und dann war es auch das hier schon für Pashira. Der Herausforderer hat einen famosen Sieg über mich, Pashira, von den Top 4 errungen. Ich bin schwer beeindruckt. Sollte es dir gelingen, die Pokémon-Liga zu meistern, werde ich der ganzen Welt von mir und deinem, von dir und deinem Team erzählen. Du weißt schon, über den Holo-Log. Jetzt musst du nur noch 3 weitere Mitglieder der Top 4 besiegen, um den Champ herausfordern zu können. Nimm den Aufzug, um zurück in die Anfangshalle zu gelangen. Ja, schön brennend hier. Oh, man wird dann hier gleich wieder so zurückgeworfen. Okay, es wurde von dem einen Kollegen draußen gesagt, Wasser ist das nächste. Ne, der Rüstungssaal ist es nicht. Ich gehe davon aus, Rüstung, Stahl. Vielleicht hier? Schleusen, ja. Ja, ohne die Hervorhebung gleich beim Eingang wüsste man nicht, welcher der richtige Weg wäre. Flute doch einfach die Arena. Das stelle ich mir sehr. Ich meine, cool vermutlich in der Hinsicht, dass es kühlend ist, aber ganzen elektronischen Geräte und so weiter. Ich weiß keine Antwort darauf. Bruder, ich muss dir eine Frage stellen, mein Kind. Glaubst du, dass Pokémon-Kämpfe Kunst sind? Sure. Ich kann dir nur zustimmen. Nimm zum Beispiel die Kochkunst, seine Kunst ohne Frage, aber doch höchst vergänglich. Meist ist einmal schneller verzehrt als zubereitet. Mit Pokémon-Kämpfen verhält es sich ganz ähnlich. Die Erinnerung verblasst schnell auch an die Siege. Sich jedoch ganz und gar einem so vergänglichen Leben zu verschreiben, das ist wahre Kunst. Hey, let's go. Nassis. So, er startet mit einem Wummer. Und wir
haben hier leider so einen Kampf vor uns, wo die meisten der sich Gemeldeten nicht wirklich drin vorkommen. Weil Wasser ist nun mal in erster Linie anfällig gegen Pflanze und Elektro. Einer von uns hat sich für wirklich Pflanze und Elektro gemeldet. Das heißt also, Raichu ist jetzt hier. Chivrum hätte man auch nochmal überleben. Oh, great. Das war so meine große Gefahr, meine große Angst. What? What? Oh, oh. Oh, der fängt schon an mit Top-Genesung um sich zu werfen. Bis Chivrum vor allem, interessanterweise. Hoffen wir mal. Ja, das tut's. Komischerweise, wir haben es schon miterlebt, das Raichu ist durchaus zügig. Das solltest du schaffen. Ist relativ zügig unterwegs. Aber in der Sekunde, in der der Gegner natürlich einen Angriff überlebt. Wir haben gesehen, wir haben 100 Schaden genommen. Das ist vielleicht unfein gewesen. Sogar das ist nicht die größte Herausforderung. Man darf es aber nicht auch hier in dem Fall angreifen lassen. Okay. Hier werden wir jetzt so eine Situation haben. Es wird wohl vermutlich weiter auf das Pikachu hinauslaufen, aber das Ding ist durchaus stark, weil es das Stärkste von unserem Gegner ist. Hoffen wir, dass wir es vielleicht besiegen. Es ist Gesteinwasser. Das heißt also, theoretisch Pflanze wäre hier die beste Antwort. Und das hatte ich befürchtet. Stein. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Und der Kollege wird jetzt hier mit der Genesung sich nicht wirklich helfen können. Genau. Also das ist wirklich meine größte Gefahr, zumindest was die Top 4 betrifft. Champ ist immer noch mal eine andere Sache. Und zu guter Letzt ein Starmie. Und hier können wir sogar tatsächlich einfach mal einmal wechseln. Denn Starmie ist Wasserpsycho. Das heißt also, Geisterattacken kann man hier einsetzen. Dunkelklaue. Ich hatte nochmal... wow, ja. Natürlich, Gegner darf als erstes angreifen. So überraschend sollte das eigentlich nicht sein, aber irgendwie doch. Ich hatte nochmal ein, zwei Attacken angepasst gehabt. Das heißt, also zum Beispiel bei Rally Over. Da hatte ich Drachenwut endlich mal verlernt. Und dafür die Drachenklaue ihm beigebracht. Das soll also nochmal helfen. Ja, und damit haben wir eine der größeren Hürden geschafft. Ich, der wunderbare Narcisse, werde mich in deiner erinnern. Verschreib dich ganz deinem Tun und Schaffen auf, dass auch... Schaffen, Komma, auf dass auch das Vergängliche ewig widerhallt. In deinem Denken, Handeln, Leben und Erbe. Das Beste aus den rohen Zutaten herauszuholen, das ist die Aufgabe eines Kochs und eines Trainers. Kämpfe nun also gegen die letzten zwei. Finde die Antwort in deinem Streben nach Höherem. Nun wissen wir ja bereits, hier wartet Stahl auf uns. Der Rüstungssaal, genau. Okay, also die Präsentation ist bisher meines Erachtens die coolste. Oh wow, wo ich jetzt hier schon getriggert werde. Clunky Boy. Willkommen, Metatrainer. Mein bescheidener Name ist Heimelot. Ich bin ein Mitglied jener Tafelrunde, die auch die Top 4 genannt wird. Ich kämpfe mit Pokémon des Typs Stahl. Tugend und unser Strebens nach dem vollkommenen Pokémon-Kampf sein. Hab ich irgendwas übersprungen? Und nun lass uns zur Tat schreiten. Bonk. Here we go. So, er startet natürlich mit dem edelsten aller Stahl-Pokémon. Dem Schlüsselbund. Und wir gehen natürlich über zu unserem Feuer. Nicht wirklich Drachen-Pokémon. Hier ist, denke ich, klar. Dieses Pokémon sollte nicht
mit einer Mega-Entwicklung angegriffen werden, weil dann werden wir nämlich zum Drache und das ist wiederum anfällig gegen Feenattacken. Aber Boden- oder Feuerattacken tun es hier, ja, wie man sieht, eigentlich sehr gut. Als nächstes bekommen wir Gestein-Stahl. Am besten wäre hier theoretisch sogar Kampf oder Boden, aber definitiv dank Gestein nicht Flug oder Feuer. Was bedeutet, hier darf sogar mal wieder der Weißbo dran, denn die sind auch anfällig gegen Wasser. Guten Tag. Ja, das war in Ordnung. Ladungsstoß ist vielleicht ein gewisses Problem. Ah, zum Glück. Oh, okay. Einfach zusammenreißen, bitte. Der Gegner kommt mit der Top genesen. Das könnte natürlich fies sein, gerade wenn man jetzt hier mit Paralyse auch noch zu kämpfen hat. Haha, da war ein Volltreffer und Robustheit. Okay. Da hat er sich natürlich jetzt hier einige Versicherungen. Ja. Yep. Interessanterweise, es ist nicht sein stärkstes Pokémon. Dass er hier schon anfängt, für dieses die Hauptgenesung einzusetzen. Ich meine, interessant zu beobachten. Oh. Das heißt also, wenn wir die ganze Zeit vorher angreifen durften, dass wir jetzt. Warum durfte es vorher angreifen als wir? Hm. Auf jeden Fall gut gemacht. Aber natürlich war es auch hier wieder clever zu gucken. 65, sehr schön, sehr schön. Hier was dabei zu haben, was theoretisch einem Wasser-Pokémon gefährlich werden kann. So, Durengard. Hey, hey, wir hätten hier also ein paar Sachen, die wir ausnutzen könnten. Wir könnten definitiv Rallyover nutzen, aber es wäre ja langweilig. Wir wollen unseren Schwertkampf sehen. Durengard gegen Schattenmensch, Durengard gegen Durengard. Dementsprechend. Dieses Pokémon ist theoretisch anfällig gegen Boden, Geist, Feuer und nicht. Wir nutzen Geist aus wegen STAB. Okay, sehr schön zu sehen. Wir greifen als erstes an und wow, besiegen es auch sofort. Man darf nicht vergessen, dass sie in dieser Form schon durchaus tanky sein können. Aber Schwertform scheint dann, oder Angriffsform, scheint dann nochmal einiges reinzuhauen. Okay, und dann zu guter Letzt, wir hatten es, das ist ein bisschen lustig zu beobachten, viele der Pokémon, die man hier zum Teil antrifft, hatte man auch schon in der Siegesstraße antreffen dürfen. Das heißt also, sowas wie Sherox hatten wir schon mal angesprochen, ist Käferstahl und dementsprechend vierfach anfällig gegen Feuer. Tada! Was die Kraft des Vertrauens zwischen dir und deinem Pokémon-Team betrifft, die meine? Oh, welch unvertrautes Gefühl befällt mich. Warum wird mir das Herz so schwer? Es erzittert unter der Last dieser Niederlage oder deiner Rüstung, gefangen im Zwiespalt zwischen Mut und Kummer. Damit ist es besiegelt. Du hast dich als ein mir ebenwürdiger Gegner erwiesen. Vergiss nicht, auch nach dem nächsten Kampf ist deine Prüfung noch nicht vorbei. Hast du erst einmal die Tafelrunde der Top 4 bezwungen, wartet noch der Champ auf dich. Wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, bleib tapfer und besinne dich auf die ritterlichen Tugenden. Dann war es nur noch eine weitere Tür. Und zwar der Drakosaal. Ich denke, gerade wenn man so zu den Top 4 kommt, ist eigentlich ein Drachentrainer immer Pflicht. Weil Drachen immer so die pseudo-legendären Pokémon sind. Dementsprechend in den meisten Fällen schon durchaus immer sehr stark. Ey, da hat jemand zwei Diffuser. Mein Glückwunsch. Ach, wen haben wir denn hier? Ich freue mich immer über Besuch. Du bist sicher sehr stark, nicht wahr? Ein richtiges Energiebündel, wie mir scheint. Ach, was für eine schöne Überraschung. Ein Kampf gegen jemanden wie dich ist das perfekte Training für mein Team.
Drasina. So, sie startet gleich mal mit einem Tandrak. Tandrak ist ein kleiner Mistkerl. Nicht unbedingt gefährlich, aber man muss dann natürlich von Anfang an realisieren. Oh, Drachen anfällig gegen Eis, Drache und Fee. Mit anderen Worten, das ist eine Katakampf eigentlich, aber dieser Drache ist gleichzeitig auch noch vom Typ Gift. Was also bedeutet, hier sollte man ganz speziell nicht kommen mit irgendeinem Feen-Pokémon. Dieses Pokémon ist anfällig gegen Boden, Psycho, Eis und Drache. Dementsprechend, wir fangen einfach mal jetzt hier mit Weißwurz Eisstrahl an. Es ist nicht unbedingt ideal. Oh, natürlich hat dieses Ding auch noch Donnerblitz. Ideal sieht definitiv anders aus. Psycho könnte man auch nochmal überlegen, aber ich hoffe einfach mal, dass der Eisstrahl die bessere Wahl von den beiden wäre. Okay, also das tankt ja hoffentlich einfach. Und wir hoffen einfach mal für den Rest des Kampfes, dass hier... Oh, great. Weil wie immer, wenn der Gegner auf einmal meint, hier sich immer wieder hochzuheilen, dann... Achso, in dem Fall... Achso, ja, in dem Fall rettet er sich natürlich den Arsch, weil ich nicht garantieren kann, ihn sofort wieder zu verhauen. Okay, dann spielen wir natürlich das Spiel einfach mit. Achso, dann kann ich eigentlich einen Hypertrank einsetzen. Spiel. Ja, der Gegner macht natürlich munter weiter mit den Donnerblitzen. Und ja, probieren wir doch mal den Sondersensor. Kann ja nicht allzu viel an Unterschied sein. Ja. So, überlebst du das überhaupt? Gerade so mal wieder. Das ist sogar ein gewisses Problem. Okay, Gegner kommt mit Tompgenesung. Also wir spielen das Spiel nochmal eine Runde weiter. Man sollte vermutlich trotzdem den Eisstrahl fast überlegen, weiter zu nutzen. Einfach nur, damit man... Achso, jetzt muss... Nee, jetzt muss ich eigentlich eine Tompgenesung einsetzen, wenn ich schon so weit bin, paralysiert zu sein. Das ist ein bisschen nervig. Man könnte natürlich überlegen, auf unseren eigenen Drachen zu wechseln. Das wäre auch nochmal eine Option. Aber wie angemerkt, mit einem Drachen gegen den Drachen kämpfen ist halt auch nicht die beste Wahl. Okay, wie immer mal wieder hier niedrig HP. Aber jetzt, nachdem beide Top-Genesungen aufgebaut worden sind, sehr gut. Ja, das war ein schwerer Kampf. Ich wollte auch ganz bewusst jetzt nicht mehr die ganze Zeit Eisstrahl einsetzen. Denn logischerweise, Eisstrahl ist natürlich immer noch mal ein Backup. Falls jetzt für den Rest dieser Kämpfe irgendwas mit der Cutter passieren sollte. Aber ich hoffe einfach mal, so stark wie das Pokémon ist, so wie wir vom Level mit ihr jetzt schon dastehen, dass die Cutter da einfach durchmarschiert. Denn die letzten drei Kämpfe sind alle für sie. So, wir haben Altaria, Drache, Flug, Mondgewalt. Solange die nicht irgendwelche Attacken auspacken, die vom Typ Stahl oder Gift sind. Oh, Gesang. Das wäre ja unfein gewesen. So, ich hoffe mir trotzdem mal ganz kurz, dass ein Ruckzuck gibt, das tut. Das war jetzt nicht so dringend, aber... Oh, das tut's nicht mal. Ja, sehr viel Glück dabei. Na, auch nochmal hier eine Belohnung für Weißbrot. Oh, Uha Fnir kommt jetzt. Es ist dann auch schon ihr stärkstes. Das lustigerweise vom Typ Flugdrache ist. Das heißt also, wir wiederholen mehr oder weniger den Kampf von gerade. Nur, dass es beängstigenderweise schneller ist. Ja, oh, ein Flinch. Ah, kommen jetzt hier so ein paar Sachen zusammen, die wir nicht brauchen. Auch wenn ich mal einfach behaupte, dass wir noch nicht so sehr in Gefahr sind. So, wie sieht das denn jetzt aus? Das hat es natürlich wirklich geschafft, mit einem kleinen bisschen zu überleben. Okay, aber jetzt hoffen wir uns einfach mal. Ja. Ja, so Ruckzuckhieb hat tatsächlich mal so ein bisschen seine Nutzen gehabt. Normalerweise ist das für mich so eine Attacke, die ich dann doch eigentlich eher früher als später aufgebe, aber hier
hat sie definitiv so 4-5 Mal im Laufe dieses Let's Plays einen Unterschied machen können. Oder zumindest, sagen wir mal, uns so ein bisschen AP sparen können. So, und dann nochmal Shadrago hinterher, das ist rein Drache. Aber auch hier Heimzahlung, oh oh. Mal zugeben, mit einem Crit war das jetzt natürlich nochmal eine Ecke gefährlicher. Aber alles gut, goodbye. Erst merke ich zu beobachten, warum die halt zum Teil nicht ihre stärksten Pokémon mit den Top-Genesungen wieder heilen. Oder logischerweise bis zum Ende mit ihren Top-Pokémon auch warten. Ja. Und damit hat sich das für sie auch schon wieder... Na, sowas. War's das etwa schon? Tut mir leid. Komm doch wieder mal vorbei. Ach, was für ein schöner Anblick. Du und dein Pokémon-Team, ihr seid einfach herzallerliebst. Mach's gut, besuch mich bald mal wieder. So, was aber auch, du hast alle Mitglieder der Top 4 besiegt. Auf diese Leistung kannst du echt stolz sein. Herzlichen Glückwunsch. Damit, ja, das Ding, das aussieht wie ein Fenster, ist in Wirklichkeit eine Tür. Und damit kommen wir zum Lichtsaal. Oh, wer ist denn das? Willkommen, ich bin The Anther. Erinnert ihr euch noch an sie? Der Champ der Kalos-Region. Warte mal, dich kenne ich doch. Wir uns in Lumina und Tempera bereits begegnet, nicht wahr? Kann sein. Nun, dein Pokémon-Team, ihr habt ihm vielleicht das Handwerk gelegt, wenn ich mich nicht irre. Dann bist du sicher auch der junge Trainer, von dem Professor Platan so schwärmt. Vielen Dank, du und dein Team, ihr habt uns alle gerettet. Ihr müsst wirklich sehr talentiert sein. Ich freue mich schon sehr darauf, euch im Kampf glänzen zu sehen. Final Fight. So, sie hat ein Team von 6 Pokémon. Dieses Team folgt keinem wirklichen Theme, keinem wirklichen Typen. Dementsprechend, sie startet erstmal mit einem Resladero. Dieses Level 64, Kampfflug. Wir sprechen anfällig gegen Flug, Elektro, Psycho, Eis und Fee. So, ich bin mal so frei und wir diesen einen Kampf. Oh, der startet gleich mal mit einem Gift-Team. Oh oh. Aha. Naja, immerhin. So, die Mondgewalt. Yes. Sehr gut. Ich denke, hier sollte ich mir gerade nach dem einen Treffer nicht mehr allzu viel mit Katte erlauben. Gut, dass sie heilt sich immerhin so ein kleines bisschen. Also damit rutschen wir gerade so aus diesem unter 50% Bereich raus. So, als nächstes ein Pokémon, das wir ja theoretisch selber schon kennen, weil wir es in unserem Team haben. Gesteindrache, entsprechend anfällig gegen Kampf, Boden, Stahl, Eisdrache und Fee. Ich denke, ich bin mal ganz kurz so frei und bleibe hier bei der Katte. Denn wir wissen, man könnte sowas wie Schattenmensch oder auch Weißbrot einsetzen, wenn man wollte. Aber beide sind von denen theoretisch da so ein bisschen anfällig. Und wir wissen, ja, die Katze macht das sicher. Nice. Ja, das sind alles nochmal Level-Ups, die wir dringend benötigen. Wie man gesehen hat, das Pokémon hier war jetzt schon so stark wie das stärkste von den Top 4. Und hier geht es munter mit weiter. Und zwar, wir haben das eine Fossil, jetzt geht es zum anderen über. Das ist Gestein-Eis. Das heißt also, hier ist durchaus lustige Anfälligkeiten. Und zwar zum Beispiel vierfach gegen Kampf, aber auch vierfach gegen Stahl. Alternativ natürlich auch nochmal auch zweifach gegen Boden, Gestein, Wasser und Pflanze.
Dementsprechend, das Ding sieht sehr niedlich aus, ist aber ultra gegen mehr oder weniger alles anfällig. Ja, war keine Überraschung. Das hatte ich auch so erwartet. So, Viscogon. Hier wird interessanterweise mein Sprung gemacht. Bisher waren nämlich die Pokémon alle in der richtigen Reihenfolge, so wie ich sie zumindest aufgelistet kenne. Hier jetzt aber kommen wir zu einem reinen Drache. Dementsprechend Drachentime ist natürlich Cuttertime. Man würde überdenken, das wäre irgendwie mehr, aber nope, das ist rein Drache. Mit einem Feuersturm. Und vor allem schneller als die Cutter. Bisschen unangenehm, aber nichts, was sie nicht gebacken bekommt. Ah, sehr tanky. Wenn man überlegt, wie stark sie ist, da so ein Pokémon anzutreffen, dass es einfach wegsteckt. Okay, also hier zählt man scheinbar darauf, mit der Stammut die stärkste Attacke zu kommen. Mhm, und ja, der Verbrennung. Aber wenn alles so läuft, wie man sich das hier so ein bisschen vorstellt, dann sollte das für jetzt halt das letzte Kampf sein. Okay, dann nochmal hier, das ist nämlich ganz wichtig. Ich glaube, damit sind alle mindestens auf 66. Ja, genau. Dann haben wir jetzt hier nochmal einen Geist-Pflanzen-Pokémon. Das heißt also auch, Leora darf nochmal mitmachen. Hooray! Er hat leider wirklich nur 3 Kämpfe, in denen er vorkommen darf. Theoretisch 4, wenn man das Doran Guard ihm gibt. Und Schattenmensch kommt eigentlich auch nur mit noch einem weiteren hier gleich. Ganz simpel. So, und dann zu guter Letzt das finale Pokémon. Ihr stärkstes Pokémon mit 68. Ein Gardevoir. Mit anderen Worten Psycho-Fee. Da gibt es nicht unbedingt viele Schwachstellen. Wir reden hier also von sowas wie Gift, Geist, Stahl. Und dementsprechend ideal. Der finale Kampf geht an Schattenmensch. Ich war so frei. Er hatte nämlich, konnte man vielleicht merken, im einen Kampf hatten wir nämlich mehr Geld bekommen als in den anderen Top 4 Kämpfen. Lag nämlich daran, dass er immer noch das Münzamulett angelegt hat. Jetzt habe ich ihm eine bessere Sache gegeben. Und zwar den Bandsticker. Aber der Kampf ist natürlich nicht so einfach, weil sie hat immerhin ebenfalls die Möglichkeit, eine Mega-Entwicklung einzusetzen. Und kommt mit Spukball, was natürlich ein großes Problem ist. Okay, wir waren aber noch in Verteidigungsform, das ging also noch. Müssen wir eigentlich schon fast aber hinterfragen, ob man nicht jetzt den Gegner besiegen muss. Okay, tun wir auch. Wunderbar. Beim Anblick von Menschen, oder ja doch Menschen und Pokémon, solch edlen Gemüts lacht mein Herz. Ich bin so gerührt, ich kann meine Gefühle gerade kaum in Worte fassen. Ich bin ja so froh, dass ich es bis zum Schimpf geschafft habe und diesen Kampf erleben durfte. Du und dein Pokémon-Team, ihr seid einfach grandios. Jetzt verstehe ich, wieso Platan sich in Illumina City so ins Zeug legt, um dir, dem neuen Champ, eine Freude zu bereiten. Aber darf ich jetzt erstmal bitten, mir kurz zu folgen? Und da geht's weiter nach oben. Da stand einiges an Text, aber ich glaube, das hieß einfach nur, es speichert. Dieser feierliche Ort wird die Ruhmeshalle genannt. Hier werden die Namen all jener Pokémon und Trainer verewigt, die ihr Können in der Pokémon-Liga unter Beweis gestellt haben. Robert, deine Zuneigung zu deinem Pokémon-Team und die Art und Weise, mit der dieses Team im Kampf alles für dich gegeben hat, werden von dieser Maschine für die Nachwelt festgehalten, sowie die OBS-Aufnahmen.
Herzlichen Glückwunsch. Nice. Auch hier nochmal Hell yeah an alle anderen mit Level 66. Und yeah, er war auch dabei. Wie gesagt, er war ein Backup, der in der Theorie, Glückwunsch, du bist der Champion der Pokémon, der in der Theorie bei fast allen Kämpfen irgendwie hätte mitmachen können. Was durchaus beeindruckend ist. Einige Tage später strömten die Leute in Scharen nach Illumina City, um die Retter der Kanos-Region und den neuen Champ zu feiern. Pony 3 Frames. Und ja, wir, der Retter der Welt, der neue Champ und die anderen Nasen sind aus irgendeinem Grund ebenfalls dabei. Ernsthaft, Serena könnte ich ja noch verstehen, aber die anderen drei? Es ist überwältigend, wie viele Leute gekommen sind, um euch zu feiern. Phrasing. Hier, das Carlos Emblem. Das ist eine Belohnung dafür, dass du Team Flair besiegt hast. Hieß es vermutlich. Ihr seid einfach die Besten. Im Namen aller Bewohner von Carlos möchte ich euch meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Vielen, vielen Dank. Oh, die anderen Kollegen sind so pixelig. Tritt gegen mich an. Warum lehnst du sie so komisch? Ich möchte wissen, wie es sich anfühlt, ein Trainer zu sein. Ja. Und damit gibt's noch meinen finalen Pokémon-Kampf hinterher. Und zwar gegen Azit. Muss ehrlich zugeben, ich habe überhaupt keine Ahnung, was der Kollege hier einsetzt. Ich habe mich so überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ah, jetzt erreicht die Karte leider Level 70. No. So, du bist einfach mal hier im Kampf schon dabei. Ich bin mal so frei und werde jetzt hier nicht hin und her wechseln. Man könnte jetzt logischerweise nochmal Weißbrot reinschmeißen. Weil ich das man sieht, er hat auf einmal hier... Oh, das ist nicht mal genug. Ansonsten ist der Kampf scheinbar überhaupt keine Musik hat. Gerade wenn man sieht, hier sind Leute dabei, die zugucken. So ein bisschen doof. Okay, dann wechseln wir halt hin. Und machen schon das so, die Vorteile zu nutzen. Anderweise, dass er mit dem Feuer-Pokémon kommt, aber nicht Feuerattacken einsetzt. Aber, goodbye. Genau, das erwarte ich jetzt schon, dass du den einfach so umrennst. Was hast du sonst noch so im Angebot? Kolgates, Geist, Gestein? Das ist schon wieder ein... Ist es Feuergestein? Ist Squirtle? Nee, Squirtle ist eigentlich nur Feuer, theoretisch. Ich meine, wir können ganz gerne mal nochmal hier Schattenmensch auspacken, warum nicht? Kommen wir da einfach nochmal mit einer Geistattacke zu. Ach, das fühlt sich alles so richtig doof an, so... Hätte man das eigentlich noch cooler machen können. Vor allem der Kollege, der da mitten bei einer Feier auftaucht und sagt, los kämpfen. Dachte, er wäre damit beschäftigt, Son Goku zu suchen. Ja, dazu darf man nicht vergessen, die Pokémon sind halt doch eine ganze Ecke Schwäche nochmal. Siumvolara. Dann könnte man jetzt natürlich wieder zu Weißbrot rüber wechseln. Okay. Na, und weiß, wo nochmal zwei extra Kämpfe hinzubekommen. Damit müsste er eigentlich fast die meisten Kämpfe hier gehabt haben. Yay, we did it. Danke für diesen Kampf. Es ist mir endlich gelungen, die Vergangenheit hinter mir zu lassen. Aha.
Das Ich, das die ultimative Versuch und ein Leben voller Leid führte, gibt es nicht mehr. Nani? Fluet. Endlich nach 3000 Jahren. Diesen Augenblick hat sein Pokémon all die Jahre über herbeigesehnt. Den Augenblick, da er wieder der Mensch wird, der eins in sein Herz geschlossen hatte. Es in sein Herz geschlossen hatte. Das erinnert mir wirklich an eine PlayStation 1 Cutscene. Donk. Und damit haben wir Pokémon X abgeschlossen. Ich hatte immer so ein bisschen zum siebten Ohren angemerkt, dass ich wirklich viel Spaß mit dem Spiel hatte. Das war so etwas, wo man noch viel machen konnte. Man hatte viel überlegt, wie baut man sein Team auf. Man hatte Spaß zu sehen, wie man halt die unterschiedlichsten Gebiete bereist, was die Pokémon-Trainer haben, was gerade die Arena-Leiter haben. Das hat schon durchaus Laune gemacht, aber man muss halt doch wieder mal ehrlich sein. Die Story, ja, okay, whatever. Es ist irgendein Bösewicht, der sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat. Da muss man sagen, die haben theoretisch immerhin geschafft, das Ding mal abzufeuern, die finale geheime Waffe. Obwohl ich noch nicht ganz verstanden habe, warum das Ding dann wieder zurückgeschossen kam, aber gut. Die andere Story, nein, jetzt hier mit dem alten, 3000 Jahre alten Knacker. Ich denke, man merkt, da hätte mehr passieren sollen. Und dementsprechend, ich gehe mal davon aus, dass das Spiel nicht zu 100% komplett durchgebacken ist. Da hätte man vermutlich Sachen noch besser machen können. Also die Storyline, whatever, in der Hinsicht nicht wirklich interessant. Ja, der Schwierigkeitsgrad. Ich meine, ich erwarte von diesen Spielen, von der Story her, nicht immer das meiste. Aber zu sehen, dass die meisten Arena-Leiter, keiner von denen kam über 3 Pokémon und auch die Top 4 hatten in den meisten Fällen nur 4. Also, da wäre mehr locker drin gewesen und ich denke, die meisten Leute hätten auch das dann wirklich hinbekommen gehabt. Ansonsten, ich habe wie immer Spaß an diesen Spielen. Klar, ich hätte mir gewünscht, wenn sich ein paar mehr Leute noch gemeldet hätten, aber trotzdem bedanke ich mich natürlich für all diejenigen, die hier Spaß mit dabei hatten, sich als Pokémon gemeldet hatten. Und ich hoffe, dass gerade hier diese finalen Kämpfe nochmal so halbwegs in Ordnung gingen, wie angemerkt. Radiova war leider nur 3-mal dabei, Schattenmensch 4-mal und ich glaube, Weißbrot und Cutter offiziell, außerhalb jetzt von diesem letzten Extrakampf, kamen jeweils, glaube ich, 6-mal dran. Ich denke, das geht im Großen und Ganzen in Ordnung. Und ja, logischerweise, wenn man sich hier so ein bisschen darauf vorbereitet, dann werden die Kämpfe natürlich nochmal einen Ticken einfacher. Ich hoffe, das geht trotzdem halt so in der Hinsicht in Ordnung. Eine wichtige Sache gibt es noch. Es gibt theoretisch ein Postgame, jedoch ist das meines Erachtens nicht interessant. Das heißt also, es gibt die Möglichkeit, das DNA-Pokémon zu fangen. Ist es DNA-Pokémon? Ich glaube, es hat DNA, aber wir reden nicht von Deoxys. Dann gibt es die Möglichkeit, in dem Geheimdungeon einen Mewtwo zu bekommen, wo es je nach Version X oder Y einen Mega-Evolutionsstein gibt, wo man eine merkwürdige Richtung mit einschlagen kann. Ich weiß nicht, warum man Kid Buu einem irgendwie damit andrehen möchte, aber wie immer, Mega-Entwicklungen sind eh doof. Gut, damit würde ich dann sagen, Kommentar sich zum Ende. Ich hatte Spaß, ich fand's gut. Oh, da unten steht auf einmal Text. Das ist die ganze Zeit schon dort. I don't know. Dadurch, dass hier eh kein Voice-Acting existiert, ist es relativ witzfrei, da irgendwelche Texte hinzuzuschmeißen. Aber hey. Ja, also,
Damit kommt ein weiteres Pokémon-Abenteuer zum Ende. Wir sind damit jetzt in die sechste Generation gegangen. Wir sind immer noch theoretisch auf dem 3DS. Aber da kommen theoretisch noch mal ein paar weitere Abenteuer auch noch in der Zukunft. Aber wichtig anzumerken ist, das nächste Mal sehen wir uns mit einem Pokémon-DLC. Und zwar für Karmesin und Purpur soll ja zum Ende des Jahres was erscheinen. Und ich bin sehr gespannt, da wieder zurückzukehren. Ich bin auch jetzt ganz bewusst so frei und werde etwas länger nicht mehr wirklich Pokémon anrühren. Einfach um dann so ein bisschen wieder die Vorfreude aufzubauen und die Lust logischerweise zu haben, mehr zu spielen. Wie das jedoch mit diesem DLC aussehen wird, kann ich nicht sagen, denn logischerweise, wir haben die Story gemeinsam durchgespielt, da konnten sich Leute melden und dieses Team existiert logischerweise weiterhin. Aber ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn man dann halt zu diesem DLC übergeht. Lohnt es sich da, dass Leute sich dafür nochmal melden können? Werden wir einfach mit dem weiterspielen, was wir haben? Ich denke mal ja, aber man muss dann gucken, wie das Ganze tatsächlich aussieht. Ja, und mehr gibt es hier, denke ich, kaum noch zu sagen. Das Postgame, es gibt theoretisch noch eine gewisse Story-Mission mit dabei, wo so ein bisschen alles auf Detektiv-ähnliches gemacht worden ist. Aber von dem bisschen, was ich mich da reingelesen hatte, war es dann halt, da ist ein Junge in Illumina City, den man finden muss. Und uhahi. Und das ist nicht allzu interessant. Die einige interessante Sache, die ich, glaube ich, hier noch gesehen und in Erinnerung habe, ist, dass einer der Top 4 theoretisch ein Mitglied von Team Flair ist. Könnt ihr mal überlegen, wer das sein könnte. Ich denke, es ist nicht so schwer herauszufinden. Aber gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Hoffe, dass euch dieses Let's Play gefallen hat. Und dann sei es bis zum nächsten Pokémon Let's Play oder allgemein. Bis dann.